Hallo Petra, heute treffen wir uns mal wieder zum kleinen Plausch zur Mobilitätsberatung. Bist du bereit? Ich bin dabei. Also, kannst du uns ein Update zur aktuellen Lage der Mobilitätsberatung geben? Ja, das mache ich gerne. Wir haben tolle Neuigkeiten, sind auch sehr beflügelt im Moment, weil jetzt wirklich relativ viele Junghandwerker, Azubis und Gesellen zum Auslandspraktikum unterwegs waren. Und nach dieser langen Durststrecke ist das jetzt natürlich für uns alle sehr aufregend. Und ja, zeigt uns wieder, wie schön es ist und was es für junge Leute bedeutet, so ein Auslandspraktikum machen zu können. Ach, super. Das heißt, wie versprochen, letztes Jahr sind die Entsendungen wieder voll im Gange. Was für Entsendungen sind denn momentan unterwegs? Also wir sind gestartet mit Italien. Da hatten wir dann Konditorinnen, die dort unterwegs gewesen sind und die auch so begeistert waren, dass alle drei tatsächlich schon das nächste Auslandspraktikum planen. Das ist also auch wirklich direkt ein guter Start gewesen. Dann haben wir eine Tischlerin, die in Irland immer noch ganz glücklich ist und jetzt aber eben auch zurückkommen wird. Wir hatten erstmalig Azubis in Schweden, was für uns eben auch schön war, ein ganz neues Land auch im Angebot zu haben. Was haben wir noch? Wir haben gerade 4 Leute, die in Spanien unterwegs sind und dort bestimmt schönere Setter haben als wir hier. Und ja, unser aktuelles Highlight ist der Azubi-Austausch mit der Wirtschaftskammer Wien. Dort ist gerade eine Gruppe von 12 Leuten unterwegs und es war für uns also auch wirklich aufregend, unter diesen Bedingungen jetzt eben auch sowas organisieren zu können. Aber die Rückmeldungen, die wir kriegen, die sind fantastisch. Und insofern, ja, es ist gerade sehr, sehr schön zu sehen, was alles wieder möglich ist. Okay, darf ich zu den Konditoren gerade noch fragen, wollen die dann auch noch in Italien bleiben oder haben die sich jetzt neue Ziele ausgesucht? Also eine Konditorin hat tatsächlich verlängert. 2 Konditorinnen, die gehen jetzt nach Wien. Und ja, nach Wien ist jetzt schon der nächste Aufenthalt geplant. Und da ist jetzt im Gespräch Lettland mit Riga. Also das wäre für uns auch wieder eine neue Destination. Und wir sind gespannt, wie es wird. Das aktuelle Entsendungsjahr ist ja fast um. Nächstes Jahr finden auch wieder Entsendungen statt. Kannst du uns schon was dazu sagen? Ab wann wird es denn die neuen Angebotsflyer geben? Also wir sind jetzt aktuell mit unseren Partnern in den Vorbereitungen, vereinbaren gerade die neuen Termine. Wir werden Anfang nächsten Jahres dann unsere neuen Infoblätter rausgeben mit den neuen Destinationen und den entsprechenden Terminen dazu. Das wird voraussichtlich so sein, dass wir den ersten Flow Mai, Juni machen, den zweiten dann im Oktober, damit wir einfach auch da 2 Termine anbieten können. Und wir werden definitiv auch wieder ein großes, weites Angebot haben mit Spanien, mit Frankreich, mit Irland, mit Schweden und Finnland. Österreich, habe ich was vergessen? Das schauen wir uns dann einfach im Angebotsflyer an, wenn er dann da ist. Okay, super. Also wenn einer von euch Interesse an einem Auslandspraktikum hat oder ihr einen Auszubildenden ins Ausland schicken wollt als Betrieb, könnt ihr euch gerne melden. Den Angebotsflyer, der wird natürlich auch bei uns auf der Homepage www.hwk-koblenz.de dann verfügbar sein oder ihr schreibt uns einfach unter den üblichen Kontaktdaten. Petra, dann sind wir soweit durch. Und prima, Florian. Vielen Dank. Ist in Ordnung. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.